36. Kriminale. Wenn man wirklich ernsthaft rechnet. Glaubt ihr, das ist wirklich wahr? 86 zum ersten Mal in Gelsenkirchen. Es war eine kleine Kriminale, aber damals hat angefangen und nun sind es 30 Mal. Und dieses Jahr wäre es beinahe schiefgegangen. Aber wir hatten wunderbare Partner aus Büsum, die plötzlich gesagt haben, kommt doch nach Büsum. Ja, aber ich sage, warum soll man nicht mal Büsum kommen? Wir kennen den Büsum gar nicht. Ich kenne die ganze Nordsee und die Ostsee und die Westsee und die Südsee. Ich kenne vieles, aber den Büsum kenne ich nicht. Na gut, habe ich gesagt, dann kommen wir nach Büsum. Sie haben uns noch eine kleine Etage gerettet und ich kann Ihnen ankündigen, jetzt jemand, der steht hinter der Tür, der wartet auf sein Stichwort. Und ich freue mich, Sie hier zu der Kriminale 2015 begrüßen zu dürfen. Thank you.
say, take a peek into your nature. Don't start selling those funny people smile. In the big version of a Volkstheaterbühne aus. In Wirklichkeit ist das, was Sie hier sehen, nämlich die erste Kulisse des Theaterstücks aus der Feder von Agatha Christie, die Mausefalle, das seit dem Jahr 1851 im Londoner West End bereits die 957.000. Aufführung erfahren hat. Das ist Roger Rabbit. Dieses Sofa ist aus dem ersten Miss Marple-Film, ist aus dem Morgenmantel von Mark Rutherford. Das sind waren auch noch. Hier haben wir einen Stehtisch. Da weiß ich noch nicht, woraus der ist, aber das finde ich noch auch. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Kriminalität in den Ort reingebracht. Und das ist so. Ja, es ist ja nicht so einfach mit diesen Krimi-Autoren. Es sind ja Menschen, die mit Gewalt zu tun haben. Es geht um Mord und Totschlag. Aber hier ist es so friedlich. Wann haben Sie die letzte Leiche gegangen? Oder was? Sie haben schon mal, ich habe schon vorhin gehört, Sie haben Ärger beim Bosen mit irgendwelchen Nachbargemeinden. Ja, ich wurde ja gefragt, ob wir Feinde hier haben. Wir haben keine Feinde. Natürlich, beim Bosen sind das die Wester Deichstädter. So, das sind unsere natürlichen Feinde. Ja, sind welche hier? Haben wir welche hier? Meldet sich keiner? Sie kommen auch gar nicht her. Ja, dann möchte ich noch mal ganz kurz sagen, ein großes Dankeschön richten an das Syndikat, an den Verein deutschsprachiger Kriminalbuchautoren, an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Touristik Marketing, stellvertretend sich hier vorne Herr Raffel, natürlich ist hier auch irgendwo und Frau Kugel, die alle Beteiligten mit viel Fleiß und Engagement dafür gesorgt haben, dass die Kriminale 2015 in diesem Umfang ausgerichtet werden kann. Ja, und Ihnen, die Teilnehmer der Kriminale, ein paar schöne Tage hier im Büsum und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Ja, meine Damen und Herren, werte Vertreter der Stadt und des Tourismusservice, liebe Autorinnen und Kollegen, ja, werte Kriminelle hier im Saal, ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich kann Ihnen sagen, die Luft wird dünner, das Eis bricht, es wird gefährlich. Denn sie sind mitten unter uns. Der literarische Nachwuchs. Juryarbeit, Sie wissen das, kann manchmal auch undankbar sein. Für uns war es ein großes Vergnügen. Wir haben einen Ehrenpreis für eine Schülerin der 5. Klasse zu vergeben, die mit ihrer Geschichte Pfadfinder uns überzeugt hat. Aber es ist wirklich in diesem wunderbaren Stil geschrieben worden. Merja Liese, würdest du bitte mal hochkommen zu uns? Oder muss ich die Kinder zu uns? Schein
Keller, die sich nicht haben lumpen lassen. Und vielleicht schaffen sie es ja noch, dieses aufstrebende Talent von einer Schreiberin doch wieder zu einer Leserin zu machen, damit unsere Existenz gesichert ist. Schöner Psycho-Thriller. Zu den Mitteln, um diese aufstrebenden jungen Autorinnen von ihrem Weg als Erfolgs- und Bestseller-Autor abzulenken. Sie bekommt einen Schnupperkurs von der Surfschule. Martina Krenn, Anna Ratzer, Oliver Ertel, Paul Pregel, Nora Ehrenhuber und Fiona Linder. Kommt hoch auf die Bühne. Herzlichen Applaus. Lisa Hensch und Ulrike Rylands für Ben Pepper, alles kein Problem. Was ist euer, möchtet ihr denn überreichen? Wer macht's? Komm. Von heute, wenn ich Fernsehen, SMS und Internet gar nicht mehr richtig lesen kann. So eine Gebrauchsanleitung für ein Smartphone ist schon zu viel. Da wird lieber herumgewischt, bis das Ding halbwegs läuft. Und ausgerechnet hier soll mehr als 50 Bücher für einen Preis durchstehen. Schreiben, lesen? Na klar, wähle ich das Buch mit den Bildern. Hallo! Job aus, meine Damen und Herren! Meine Geschichte! Hallo Joe, das ist aber eine Überraschung! Moment! Sonntagnachmittag, 16 Uhr, Partymusik, Geschrei und Lärm um mich herum. Man verdächtigt mich. Ich wundere? Angeblich bin ich eine Verbrecherin. Ich, Penny Pepper, unschuldige 10 Jahre alt und jüngstes Mitglied einer peinlichen, aber nicht kriminellen Familie, soll den süßesten Hund der Welt gekidnappt haben. Dabei mag ich Hunde über alles und könnte niemals einem etwas zuleide tun. Doch zurück zum Schauplatz des Verbrechens. Tatort. Der Garten von Angeber Flora, genannt Flo, reimt sich auf Klo und Pro, wo überall Girlanden rumhängen und Plakate mit Happy Birthday Flo drauf. Wer von den Fünften den Preis nach Hause nimmt, mit nach Hause nimmt und verraten wird uns das für die Jury, Marc-Oliver Bischoff. Marc-Oliver, komm mal zu mir. So, jetzt wollen wir mal schauen, was das Möbel für uns bereithält. Weißt du, das beste Debüt erhält dieses Jahr Sascha Arango für die Wahl. Charmantesten Verkörperung des Bösen seit Tom Ripley kann sich kein Leser entziehen. Er wäre nicht bedeutend geworden,
könnte folglich kein Leben in Wohlstand und Freiheit leben, würde mit Sicherheit keinen italienischen Sportwagen fahren und keiner würde seinen Namen kennen. Hier war Henry im Reinen mit sich. Ganz ehrlich, es ist mir eine große Ehre. Vielen Dank. So, den Friedrich-Glauser-Preis 2015 in der Sparte Kurzkrimi erhält Christian Gelb. Den 18. April. Sehr geehrter Herr Martin Hubein, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie sehr gut. Seit Jahren verfolge ich Ihre so treffenden und inhaltssatten Kolumnen in der Würz und kann mich mit Fug und Recht als Ihren größten Fan bezeichnen. Als solcher bin ich auch in unserer schönen Stadt bekannt, wenn Sie sich mal umhören. Nachnehmen ab wie von draußen sieht man stets bis Mitte. Geschlossene Jalousien, morgens kommt sie nicht aus den Federn. Sie trägt sie abends als Kostüm. Oh, das liebe Fräulein Flunker wird im Raum für mich zum Stern. Und ist sie an Tage müde, dann ist sie es gern. Zur späten Stunde stets wohl's munter, dann hört sie die feinen Herren. Der Friedrich-Glauser-Preis 2015 in der Sparte Roman geht an Tom Hildenbrand zu Grunland. EU-Abgeordneter liegt erschossen in der belgischen Landschaft. Die Tatwaffe war was Großkalibriges. Alles an ihm sitzt tadellos, außer seinem Gesicht. Fällt Kommissar Arthur van der Westerhuizen auf. Westerhuizen ist ein seltsam aus der Zeit gefallener Typ, dessen holländische Heimat infolge des Klimawandels abgesoffen ist. Sammlung, die wuchs auch immer mehr an und da tauchte immer wieder ein Name auf. Egal ob auf meinen Huibu-Platten, auf den Fünf-Freunde-Kassetten, egal bei den Funkfüchsen oder TKKG, sogar bei Hexe Schrumpeldei. Überall stand Regie Heike Dine Körting. Selbst auf den blöden Hanni und Nanni-Kassetten von meiner Schwester stand ihr Name. Das Besondere an den Hörspielen war und ist die liebevolle Produktion und die Atmosphäre, die einen sofort gefangen nimmt. Ja, und dann sind da natürlich noch die Sprecher. Wolfgang Völz, Hans Petsch, Judy Winter, Klaus Wilke, Hans Klarin, Thomas Fritsch, G.
Gerd Baltus, Wolfgang Kieling und zwei meiner absoluten Lieblingsschauspieler bis heute, Horst Frank und der unvergessene Peter Pasetti. Oh, Heike Diene, Sie sind schuld. Heike Diene, Sie sind schuld. Heike Diene, Sie sind schuld an diesem Puls. So manches der vielen Europa-Hörspiele zaubert mir jedes Mal eine Sondervorstellung in meinem Kopfkinosaal. Unendlich viele spannende Momente. Achso, und noch eins, liebe Frau Körting, bitte gehen Sie nie in Rente. Heike Diene, Sie sind schuld. Heike Diene, Sie sind schuld. Heike Diene, Sie sind schuld an diesem Punkt. Und alle, Heike Diene, der Ehrenklauser 2015 für Heike Diene Körting. Oder mit Schreibgeräten in literarischer Schriftform auf Papier. Ich hingegen banne das Geschehen auch mit Mikrofon und mit Musik auf Tonträger. Ich ganz besonders auch im Namen meiner Mitarbeiter für diese Ehre, die sie mir heute zuteil lassen. Ich finde es ganz großartig und ja, bin richtig verlegen. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich. Es war ein traumhaft schöner Abend, auch für mich. Vielen Dank, dass Sie uns so schön gefolgt sind und uns bei uns gemacht haben. Vielen Dank. Danke. Friedung. Best friend. They made me.